Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, da zu den Filmen selbst schon etliche Rezensionen vorhanden sind, beschränke ich mich lediglich auf den Inhalt der Blu-rays. Minus Iron Man Sprachen der PSHD 5.1, Deutsch, Englisch Extras, Kinotrailer gleich 1 deutscher Trailer und 2 originale Trailer, 8 entfallene Szenen Making of Iron Man Robert D. Jr. Screentest Visualeffekts Schauspielerarbeit Bookmarks Laufzeit Doppelpunkt 126 Minuten. Minus Iron Man 2 Sprachen der TSHD Master 5.1, Deutsch, Englisch Extras, Making of Iron Man 2 Featurettes 8 entfallene oder verlängerte Szenen Design Galerie Musik Video, Shoot to Thrill von SETCS. H. I. E. L. D. Datenbank mit Infos zu den Charakteren Kinotrailer Laufzeit Doppelpunkt 125 Minuten. Bild- und Tonbildtechnisch bewegen sich beide Teile auf Referenzniveau. Sauber, glasklar, scharfe Konturen, knackige Farben, toller Schwarzwert, keine Körnchenbildung. Das gleiche gilt für den Ton. Dieser ist kraftvoll, sauber und stimmig abgemischt. Keine zu leisen oder lauten Passagen, toller Surround-Sound. Sonstiges: das FSK-Siegel ist nur aufgeklebt und lässt sich problemlos abziehen. Fazit: bildtechnisch überzeugen beide Filme auf ganzer Linie und können sich auf jeden Fall zu den Reverenztiteln zählen. Für den Preis, den Sound, das Bild und über 4 Stunden Bonusmaterial in HD, machen Fans mit dem Kauf dieses Steelbooks sicher nichts falsch, da selbst das Book ziemlich cool aussieht und übrigens identisch mit dem Amazon-Produktbild ist. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.